Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog heute wieder. Wo ich jetzt bin, sehe ich euch gleich nach dem Intro. Ich bin heute im Sauerland unterwegs, genauer gesagt in Kirchhundem. Ja, ich habe auch noch nie gehört. Genau so habe ich auch geguckt am Anfang und habe wieder mal eine Zahnindianerlesung, meine Kinderbuchreihe und bin jetzt am Vortag in Kirchhundem angekommen und laufe jetzt mal ein bisschen durchs Sauerland. Gucken wie weit, mal gucken was wird. Hier geht es aber ganz schön hoch. Ah, hier sind wohl ein bisschen mehr Berge. Mal schauen. Wir schauen mal, was passiert. Ja, im Sauerland ist ganz schön viel Wald. Ja, ist ganz schön hier eigentlich zu laufen. Ziemlich hügelig. Ich bin jetzt ca. 10 Minuten nach oben gelaufen. Ich bin das erste Mal wieder auf einem geraden Stück. Und die Aussicht ist auch nicht schlecht. Sagen wir mal so. Jedenfalls besser als woanders. Ja, ich laufe jetzt noch mal ein Stückchen hier weiter im Sauerland. Mein Herz schlägt für das Sauerland. Ja, kenne ich das Lied. Naja. Mal gucken, wie weit ich komme. Der Wald ist hier ganz schön steil. Ich laufe hier wieder bergauf, 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 bergauf. Und mir war gar nicht klar, dass das Sauerland so steil sein kann. Immer nur bergauf, bergauf, bergauf. Heilige Scheiße. Aber ich alte Bergziege schaff das schon. Bergauf bedeutet, ich schone meine Knie. Aber ich muss auch später wieder runter. Das heißt, nachher gemächlich wieder runter. Ich habe mein Knie getaped, das zeige ich mal. Hier, da ist mein getapetes Knie. Hier, so, schwuppdiwupp, da ist es. Ah, naja, hat man es mal gesehen. Nicht so wichtig. Ich laufe mal weiter bergauf. Immer bergauf. Na, wer hätte das gedacht? Ich bin hier am Panoramapark mitten im Sauerland. Aber hier ist nichts los. Geschlossen, ist ja klar. Aber hier geht es irgendwie rein normalerweise. Ich laufe über den Parkplatz und noch ein Stückchen weiter. Gucken in diese Richtung wohl eher. Und dann gucken wir mal, wo es mich hier vom Panoramapark. Hier sieht man nochmal. Schildchen, sieht man's? Ja, sieht man. Wo man mich hier vom Panoramapark hinführt. Ich lauf mal die Straße runter. Gucken, was passiert. Kann nicht so schlimm werden. Sauerland. Jetzt wieder abseits des Panoramaparks geht's hier wieder hoch zum laut Schild. Zum Schwarzen Kreuz in Heinsberg, was auch immer das bedeutet. Das soll 1,3 Kilometer weit weg sein. Ich guck mal, ob sich da irgendwas zeigt oder ob das nur einfach so ein Punkt auf der Erde ist. Bin gespannt auf das Schwarze Kreuz. Das wird bestimmt nichts Tolles sein. Kann ja nicht. Wie denn auch? Sauerland. Mein Herz schlägt für das Sauerland. Ja, so wie ich es mir gedacht habe, hier ist Schluss. Hier sind überall nur Bäume, Bäume, Bäume. Ach, guck mal, da unten geht es, glaube ich, in den Panoramapark. Das müsste da irgendwie der Park sein. Irgendwie sowas, also Teufel. Ja, hier ist nichts. Das Schwarze Kreuz. Wenn es das ist, ist es
sehr einsam hier. Das ist nichts anderes als hier so ein kleiner Wendehammer im Bärsch. Aber die Aussicht ist ganz nett. Ja, guck mal, Wald, so weit das Auge reicht im Sauerland. Ja. Naja, dann laufe ich mal wieder zurück. Sauerland weiß man nie so genau. Wenn es dunkel wird, wüsste ich jetzt nicht so, ob ich mich da wohlfühlen würde im Wald. Ja, ich laufe mal weiter. Eine Dreiviertelstunde habe ich jetzt hinter mir, laufe wieder zurück, den Berg runter, wo ich hergekommen bin. Werde ich so ca. 30 bis 40 Minuten brauchen, schätzungsweise, weil runter läuft man ja schneller. Ja. Und jetzt mal gucken, dass ich mich nicht verlaufe hier. Ich war ja noch nie hier. Und dann gucken wir mal, wie lange ich insgesamt brauche und melde mich dann gleich wieder in meinem kleinen Gasthof. Hier in Kirchhundem im Sauerland. Mein Herz schlägt für das Sauerland. Mein Mann. So, jetzt bin ich angekommen. Im Hintergrund sieht man den Gasthof, wo ich bin in Kirchhundem. 75 Minuten Jogging war das jetzt durchs Sauerland. Und war echt ganz cool. Eigentlich war es ganz cool. Doch, eigentlich war es ganz cool. So, das war jetzt mein Sportblock von heute. Runter vom Sofa. Sport machen. Das ist es. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportblock. Man sieht sich.